Ihre Kapitalgesellschaft auflösen. So beenden Sie Ihre GmbH oder UG. Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen. Ich bin André Kraus, ich bin Rechtsanwalt und ich bin spezialisiert auf dem Unternehmensrecht. Und jetzt geht es um Ihre Alternativen, um Ihre Kapitalgesellschaft, das heißt eine GmbH oder eine UG, einzustellen, das heißt die Gesellschaft abzuwickeln. Ich möchte Ihnen die vier gängigsten Wege beschreiben und das ist die Liquidation, das ist die Auflösung ohne Vermögenslosigkeitsvermerk, das ist die Löschung mit Vermögenslosigkeitsvermerk und die Insolvenz. Der gängigste Weg, der am meisten einschlägige Weg, ist die Liquidation. Die Liquidation ist ein besonders sicheres Verfahren. Das ist auch ihr Hauptvorteil, denn sie wird zunächst einmal von allen Registergerichten durchgeführt. Und ihr Hauptvorteil ist, dass sie in den gängigsten Konstellationen, und zwar letzten Endes in allen Konstellationen, auch einschlägig ist. Was meine ich mit dem Begriff alle Konstellationen? Gemeint ist, dass das Unternehmen Vermögen haben kann, dass das Unternehmen laufende Verpflichtungen haben kann, dass das Unternehmen Schulden haben kann, unabhängig davon, welche dieser drei Posten zutreffen, ist eine Liquidation dennoch einschlägig. Und es ist unbeachtlich, ob diese Posten in der Bilanz vorhanden sind. Eine Liquidation ist möglich und das ist ein großer Vorteil gegenüber den Vermögenslosigkeitsverfahren, die ein bisschen fragil sind, auch wenn sie bei einem Erfolg zu einer Verkürzung der Abwicklung eines Unternehmens führen. Was heißt das? Bei Verbindlichkeiten, bei Schulden, wenn Sie gewillt sind und wenn Sie die Möglichkeit haben, die Schulden zu begleichen der Gesellschaft, kann eine Liquidation durchgeführt werden. Sind Sie nicht gewillt oder haben Sie einfach nicht die Möglichkeit, die Verbindlichkeiten einer Kapitalgesellschaft zu tragen, dann ist das Insolvenzverfahren das richtige Verfahren, um eine GmbH oder eine UG abzuwickeln. Sie können eine Liquidation auch durchführen, wenn Vermögen vorhanden ist. Daran scheitern viele Vermögenslosigkeitsverfahren, denn es ist möglicherweise bereits bilanziertes Vermögen vorhanden, was überhalb der sogenannten Bagatellgrenze liegt. Oder es ist Vermögen da, welches noch zu realisieren ist. Das heißt, es sind Forderungen vorhanden, die man nicht einfach so abschreiben kann oder auf die man nicht einfach so verzichten kann. Auch in diesen Fällen ist eine Liquidation einschlägig. Eine Liquidation ist auch möglich, wenn laufende Verpflichtungen bestehen. Das heißt, wenn Verträge noch nicht abgewickelt worden sind oder wenn zum Beispiel verbindliche Verpflichtungen gegenüber dem Staat bestehen, wie offene Steuerpflichten. Diese können im Rahmen des Liquidationsverfahrens, und zwar im Rahmen des Sperrjahres bei der Abwicklung, abgewickelt werden und sobald dies getan ist und die Liquidationsschlussbilanz erstellt worden ist, ist die Liquidation damit auch erfolgreich und führt zu einer Austragung Ihrer Kapitalgesellschaft. Wie Sie sehen, ist die Liquidation in all den Fällen einschlägig, in denen ein Vermögenslosigkeitsverfahren möglicherweise Probleme machen könnte. Ich werde darauf als nächstes eingehen. Ein weiterer Vorteil einer Liquidation ist, dass die Liquidation keinen negativ behafteten Vermerk im Handelsregister hinterlässt. Das heißt, es gibt keinen Vermögenslosigkeitsvermerk. Im Handelsregister wird nicht eingetragen, dass die Gesellschaft gelöscht worden ist aufgrund von Vermögenslosigkeit und erst recht kein Insolvenzvermerk. Der zweite Weg der Beendung einer Kapitalgesellschaft ist die Auflösung ohne Vermögenslosigkeitsvermerk. Das ist ein Verfahren, welches durchgeführt wird auf Antrag. Und zwar auf Antrag, dass aufgrund von Vermögenslosigkeit auf ein Sperrjahr verzichtet wird. Und das ist der große
Vorteil dieses Verfahrens. Ist dieses Verfahren einschlägig? Sind die engen Voraussetzungen gegeben? Wird es kein Sperrjahr geben? Das heißt, die Gesellschaft wird aufgelöst, ohne dass es das bei der Liquidation erforderliche Sperrjahr gibt. Außerdem gibt es kein Vermögenslosigkeitsvermerk. Das heißt, der Vermerk im Handelsregister nach der Beendigung der Gesellschaft ist ebenso wie bei der Liquidation neutral. Das sind zwei sehr große Vorteile der Auflösung ohne Vermögenslosigkeitsvermerk. Der Nachteil der Auflösung wegen Vermögenslosigkeitsvermerk sind ihre relativ engen Voraussetzungen. Erstens mal, nicht alle Gerichte führen sie durch. Es gibt Gerichte, Registergerichte, die sich weigern, eine Auflösung ohne Vermögenslosigkeitsvermerk durchzuführen. Und wenn ein Gericht sich nicht weigert, wenn sie bei einem Gericht einschlägig ist, müssen die engen Voraussetzungen der Vermögenslosigkeit vorliegen. Vermögenslosigkeit ist ein technischer, vielleicht aber nicht ganz korrekter Begriff. Gemeint ist eher, dass weder Vermögen noch Schulden noch laufende Verpflichtungen vorliegen müssen. Und das heißt nicht nur, dass sie zum Zeitpunkt der Beendigung der Gesellschaft nicht vorliegen dürfen, sondern sie dürfen auch gar nicht in der letzten vorhandenen Bilanz auftauchen. Und es muss eine Bilanz aus dem Geschäftsjahr vorliegen, das vor dem Geschäftsjahr liegt, in dem der Entschluss da ist, eine Gesellschaft loszuwerden. Selbstverständlich gibt es ausreichend Fälle, in denen all diese Voraussetzungen vorhanden sind. Aber es gibt ganz viele Fälle, in denen diese Voraussetzungen nicht erfüllt worden sind. Und das bedeutet sehr häufig, wenn wir so ein Verfahren begleiten, dass wir zunächst einmal das Vorliegen dieser Voraussetzung prüfen, dass es oft nachgezogen werden muss. Das heißt, sehr häufig muss die Vermögenslosigkeit erstmal herbeigeführt werden und danach erst werden die Vermögenslosigkeitsverfahren, Unterlagen erstellt und dann beim Registergericht nach einem Notartermin eingereicht. Und wenn es gut läuft, dann kann die Gesellschaft bereits in wenigen Monaten aus dem Handelsregister entfernt werden. Das ist ein sehr schöner Vorteil natürlich. Aber hier auch der Nachteil eines jeden Vermögenslosigkeitsverfahrens, es ist von Beginn an nicht sicher, dass diese Beschleunigung eintritt. Und wenn sie nicht eintritt, wenn sie abgelehnt wird und auch ein Rechtsbehelf abgelehnt wird, muss man dennoch im Nachgang die Liquidation durchführen. Das heißt, es ist ein eher risikobehaftetes Verfahren, was ich durchaus empfehlen kann, wenn man es ausprobieren möchte, eine Gesellschaft schneller und dann auch vielleicht ein bisschen kostengünstiger loszuwerden. Denn wenn die Voraussetzungen der Vermögenslosigkeit eindeutig vorliegen, kann auch auf zusätzliche Bilanzen beispielsweise verzichtet werden und das Verfahren wird sehr schnell zum Erfolg führen. Aber wenn das Gericht einhackt, und das passiert auch bei vielen anderen Verfahren, wird ein teurer Wechsel in die Liquidation fällig, plus man verliert noch mehr Zeit. Wie gesagt, das ist eine unternehmerische Entscheidung und eine Abwägungsentscheidung. Ein sehr ähnliches Verfahren und der dritte Weg einer Kapitalgesellschaft aus dem Handelsregister ist die Löschung einer Gesellschaft von Amts wegen mit Vermögenslosigkeitsvermerk. Hier gilt etwas Ähnliches wie bei der Auflösung wegen Vermögenslosigkeit, nur unter dem Zusatz, dass kein Notartermin erforderlich ist. Das Verfahren ist ein sogenanntes Amtsverfahren. Das heißt, es ist ein bisschen kostengünstiger als die Auflösung ohne Vermögenslosigkeitsvermerk. Allerdings noch weniger Gerichte spielen bei diesem Verfahren mit. Das ist ein Nachteil. Und ein zweiter Nachteil ist, die Gerichte, die mitspielen, die setzen auch sehr enge Voraussetzungen an das Verfahren. Also, aber durchaus eine Möglichkeit, ohne Sperrjahr eine Gesellschaft mit einem etwas höheren Risiko doch schneller zu beenden. Und das vierte Verfahren, um eine Kapitalgesellschaft abzuwickeln, ist die Insolvenz, die klassische Insolvenz. Wann ist sie einschlägig? Ich bin schon darauf eingegangen. Wenn Schulden vorliegen, wenn Verbindlichkeiten vorliegen und Sie nicht den Willen haben oder nicht die Möglichkeit haben,
diese Schulden zu begleichen. Dann sollten Sie einen Insolvenzantrag stellen. Es gibt eine Insolvenzantragspflicht für den Geschäftsführer. Dieser sollte unbedingt nachgekommen werden, um nicht in die private Haftung zu kommen. Abschließend möchte ich sagen, wann auch immer wir eine Abwicklung einer Kapitalgesellschaft durchführen, beginnen wir zunächst einmal mit einer Liquidation. Wir haben dafür einen besonders günstigen Festpreis angesetzt für die Durchführung der Liquidation. Im Rahmen der Liquidation, wenn wir mit einem Mandat beginnen, bieten wir immer an die Prüfung, ob ein Vermögenslosigkeitsverfahren durchführbar ist, ob man eins durchführen kann. Es wird daraufhin ein Gespräch stattfinden, eine Prüfung stattfinden und wenn Erfolgsaussicht besteht, ist es möglich, in ein Vermögenslosigkeitsverfahren zu wechseln, dieses durchzuführen. Wie gesagt, wenn man es erfolgreich bestreitet, kann man dadurch viel Zeit und auch immer wieder Geld sparen. Nicht immer, weil sehr häufig muss man genau dieselbe Anzahl an Bilanzen erstellen wie bei einer Liquidation. Wenn es nicht erfolgreich ist, wechseln wir wieder zurück in die Liquidation und führen diese bis zum Ende durch. Oder wir begleiten das Verfahren einfach von A bis Z in Form einer Liquidation, weil sich die Liquidation letzten Endes als ein sehr sicheres Verfahren etabliert hat, welches in allen Fällen klappt. Ich hoffe sehr, dass Sie diese Informationen aufschlussreich und umfassend fanden. Wir haben für Sie viele Informationen zu allen Abwicklungsarten für Kapitalgesellschaften auf unserer Webseite bereitgestellt. Und falls Sie selbst eine Gesellschaft auflösen wollen, können Sie uns gerne zu einer Liquidation oder beispielsweise zu einer Insolvenz oder zu einem Vermögenslosigkeitsverfahren auf unserer Webseite beauftragen. Vielen Dank für Ihr Interesse und gerne bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.